Eine neue Woche mit Brisant. Schön, dass Sie bei uns sind. Und heute klären wir, warum Hollywoodstars immer öfter Nebenjobs nachgehen. Etwa Popcorn verkaufen. Ja, später mehr dazu und damit herzlich willkommen zur Sendung, liebe Zuschauer. Zu Beginn nach Thüringen. Ja, was ist wirklich passiert in Schmölln, einer kleinen Stadt, die plötzlich in den Schlagzeilen steht? Nachdem dort ein junger Flüchtling in den Tod gesprungen ist, wohl aus Verzweiflung. Hinter diesem Drama steckt möglicherweise noch ein ganz anderes. Da ist man jetzt um Aufklärung bemüht, denn es geht um Gerüchte, dass Schaulustige den jungen Somalier aufgefordert haben zu springen. Doch was ist da wirklich dran? Zu dem, was wir bislang wissen. In der Nacht gab es wieder mal Ausschreitungen im sogenannten Dschungel von Calais, liebe Zuschauer. Für die Fernfahrer auf dem Weg nach Großbritannien ist die Räumung des Dschungels ein Segen, kann man sagen. Denn jetzt springt hoffentlich kein Flüchtling mehr unbemerkt auf die Laster und riskiert dabei sein Leben. Falls Sie heute noch vorhaben, ein Schweineschnitzel zu essen, dann könnte Ihnen das bei den folgenden Bildern ziemlich deutlich vergehen. Verletzte Tiere, die in ihren eigenen Fäkalien stehen, so werden Schweine in einigen Betrieben hier in Deutschland gehalten. Schon vor 2 Jahren wurde dieser Betrieb hier von einer Tierschutzorganisation heimlich gefilmt. Und jetzt wurden Wiederaufnahmen gemacht. Das Unfassbare, am Zustand scheint sich gar nichts geändert zu haben. Keine appetitlichen Bilder jetzt. Ganz anderes Thema jetzt. Muss ich denn Angst haben, dass auch mein Handy irgendwann brennt? Ja, das fragen sich wohl so einige, nachdem bei mehreren Geräten der Marke Samsung die Akkus explodierten. Die wurden zwar vom Markt genommen, doch jetzt gab es die Meldung, dass es auch bei Apple Probleme geben könnte. In Australien hat sich offenbar ein iPhone 7 in einem Auto entzündet. Also, was ist los mit unseren Handys und wie kann ich sicher gehen, dass es, wenn es geht, bitte eben nicht brennt? Ein Unternehmen aus Hamburg hatte eine Idee. Es war ein ungewöhnlicher Tatort gestern Abend, denn erstmals in 25 Jahren konnten die Fernsehkommissare Bartitsch und Leitmeier den Täter eben nicht fassen. Schmerzhaft für die Ermittler, unbefriedigend für die Zuschauer. Doch das ist die Realität. Auch im wahren Polizeialltag wird der Mörder manchmal nicht gefunden. Insofern war der Krimi gestern nah dran am wirklichen Leben. Und ebenfalls erstmals in 25 Jahren Bartitsch und Leitmeier wurde deren Arbeit ganz, ganz genau und live unter die Lupe genommen von Kollegen, die nicht im Fernsehen, sondern tatsächlich ermitteln. In Bremen sind Fahrzeuge der Bundeswehr in Flammen aufgegangen. Möglicherweise steckt ein Anschlag dahinter. Aber beginnen wir die Meldungen mit einem Flugzeugunglück. Und jetzt wird es ein bisschen unheimlich bei uns, liebe Zuschauer, denn wir haben uns zu nächtlicher Stunde in einem Schloss einschließen lassen. Nicht ohne furchtlose Menschen an unserer Seite, die es mit übernatürlichen Dingen durchaus aufnehmen können. Sie erforschen sie sogar. Eine Gruppe Geisterjäger ist unerklärlichen Phänomenen auf der Spur, mit viel Technik und einer großen Portion Leidenschaft. Ja, und wenn andere über sie höhnen und spotten, die Spirit Hunters lassen sich nicht beirren und sprechen auch schon mal mit Geistern. Hören Sie mal. Warum sich immer mehr Stars Nebenjobs gönnen und warum die Kinder immer wieder die Leidtragenden bei einer Scheidung sind, das und mehr erfahren Sie jetzt bei uns. Na, wen haben wir hier denn? Erkennen Sie diese Frau in Schürze? Sie gehört zu den Top-Verdienerinnen in Hollywood, Scarlett Johansson, und sie verkauft jetzt Popcorn. Ja, Sie haben richtig gehört. Und wenn Sie Glück haben und zufällig in den nächsten Tagen in Paris weilen, könnten Sie sogar von ihr bedient werden. Wie jetzt? Echt? Ja, echt. Warum die Schauspielerin umschult sozusagen und damit nicht allein auf weiter Flur ist unter den Hollywood-Stars, das erfahren wir jetzt. Und es geht weiter mit Popcorn-Kino. Irgendwie bleiben wir noch in Hollywood und schauen auf das einstige Traumpaar. Brangelina gibt es ja nicht mehr. Der Rosenkrieg beschäftigt schon seit Wochen die Schlagzeilen. Unschöne Vorwürfe gab es da vor allem von Angelina Jolie. Wir erinnern uns mal, ob Ausraster von Brad Pitt, angeblicher Drogenkonsum oder sogar Gewalt gegen seine Kinder. Eigentlich war also ziemlich alles dabei. Komisch nur, dass bei all den Anschuldigungen die Kinder ihren Papa öfter sehen wollen, als es Angelina eigentlich lieb ist. Wenn Kinder bei einer Trennung den Kürzeren ziehen. Ein Thema, das nicht nur die Promis beschäftigt. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal in einem Plattenladen? Schon eine Weile her? Kein Wunder, im Zeitalter von Streaming-Angeboten finden nur noch die wenigsten den Weg in so einen kleinen Plattenladen. Aber wenn Sie in einem waren, dann haben Sie sich vielleicht die Platte der folgenden Band geholt.
Revolver hält natürlich, die Jungs sind gerade auf Tour in Deutschland. Doch für uns haben sie sich mal ein bisschen Zeit genommen, um mal über Plattenläden zu reden. Denn heute beginnt ja die sogenannte Plattenladenwoche, so heißt das. Viele Geschäfte stehen nämlich vor dem Aus. Aber gibt es denn was Schöneres, als bei einem romantischen Abend das Knistern einer Vinylplatte zu hören? Nein, findet die Band, die wir in Hamburg getroffen haben. Und das war's schon von uns. Morgen machen wir Platz für den Sport. Unsere Frauenfußballerinnen gegen die Niederlande sind dann dran. Aber am Mittwoch gibt es uns wieder. Einen wunderschönen Abend. Tschüss.